Willkommen zum Tag 5 der Audi Land of Quattro Alpentour 2013. Wir fahren heute von Interlaken nach Megève, also eine Schweizer Tour. Ich habe meinen Schweizer Bergführer dabei. Sie kennen ihn besser als den zweifachen Le Mans-Gewinner Marcel Fessler. Marcel, beschreib doch bitte, wo wir hier sind. Diesen Morgen sind wir in der berühmten Arnschlucht und es ist wirklich ein sehr beeindruckender Ort. Du reist ja um die ganze Welt, aber ist das hier nicht ein fantastischer Ort, um zurückzukommen? Ja, für mich ist es jedes Mal toll, wenn ich zurück in der Schweiz bin, weil ich lebe eigentlich in zwei Welten, in der Rennsportwelt und in der Schweiz, in dieser Naturwelt, wo ich, wenn ich zu Hause bin, einfach sofort relaxen kann, weil einfach die Umgebung so toll ist. Okay, so the question is. Die Frage ist, was fährt ein Le Mans-Gewinner im Alltag? Und die Antwort ist ein RS6. Ja, das Schöne natürlich an einem RS-Modell ist, man kann es wirklich jeden Tag benutzen. Man kann cruisen, man kann gemütlich fahren, man kann es einfach genießen. Aber wenn man natürlich mal sagt, jetzt möchte ich ein bisschen Power haben, jetzt möchte ich sportlich fahren, dann kann man diese 560 PS wirklich voll ausnutzen. Ist der Quattro perfekt für das Leben in der Schweiz? Der Quattro im Audi ist natürlich wirklich für mich etwas sehr Tolles, weil ich als Schweizer lebe in den Bergen. Und da kann natürlich sein, dass mal im Frühling, im Herbst unerwartet Schnee fällt. Und auch wenn dann morgens, wenn ich aus dem Haus gehe, 30 cm Schnee liegt, nehme ich mein Quattro hervor und fahre raus, als wäre das das ganz Normalste. Nach Tag 5 sind wir im fünften Land der Tour in Frankreich angekommen und hatten einen tollen Tag durch die Schweizer Alpen mit Marcel Fessler. Unter mir liegt das Skigebiet Chamonix und über mir das Mont Blanc-Massiv, Europas höchster Berg mit 4810 Metern über dem Meeresspiegel. Und zum Meeresspiegel gehen wir morgen. Wir fahren auf den Straßen der Monte Carlo Rally nach Monaco.